Pangalasana kann man übersetzen als die Stellung der Ruhe. Pangu heißt Lahm an den Füßen. Man kann auch sagen, es ist die Stellung des Lahmen. Pangalasana wird von Garota in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas wie folgt beschrieben. Bring die Füße etwas näher zum Körper hin, die Fußsohlen zusammen. Die Fersen sind etwas vom Geschlechtsorgan weg und dann machst du mit den Händen einen Fingerlock, also du faltest die Hände und ziehst die Füße näher zusammen. Halte dabei die Knie auf dem Boden und die Fersen auf dem Boden. Schaue dabei zur Nasenspitze hin, dies hilft dir, Ruhe des Geistes zu entwickeln.